Der nächste Morgen in Karnak. Das Wetter ist gut, die Temperaturen liegen bei minus 25 Grad. Einheimische Jäger machen sich mit ihren Hundegespannen auf den Weg. Sie gehen Eisfischen oder auf die Jagd. Für Arvid und sein Team beginnt ein ganz wichtiger Tag. Die Hundeschlitten werden von zwei älteren Grönländern vorgeführt und übergeben. Die Schlitten sind die wichtigste Ausrüstung für die Expedition. Der Erfolg der Unternehmung wird vor allem von der Stabilität der Schlitten abhängen. Das ist nun wirklich etwas Besonderes, weil die hier von zwei lokalen Jägern gebaut worden sind in dieser traditionellen grönländischen Art und Weise. Ein solcher Schlitten ist nicht irgendwie geschraubt, genagelt, geleimt, sondern es ist in Verbindung mit Wenzeln, mit Seilen gemacht worden. Dadurch wird eine ganze Einheit unheimlich flexibel. Beim Umgang mit den neuen Schlitten und den Hunden, die von den verschiedenen grönländischen Besitzern kommen, kann Arvid auf die langjährige Erfahrung seines Gefährten Brent Body zählen. Well, I lived on Baffin Island. I ran dogs for 20 years, and so one of my main areas of expertise is running dogs. And it's already been quite interesting. The dogs in Greenland are very similar, but they have some different mannerisms and tendencies. And I'm really looking forward to working with them. Die ersten Hunde werden von Arvid und Brent auf dem Meereis von Karnak zusammengeführt. Ab jetzt müssen die eigenen Hunde täglich mit Fleisch, Fisch oder speziellem Hundefutter gefüttert werden. Noch sind die Hundegespanne nicht komplett, es werden mindestens 20 Hunde benötigt, um die Expedition starten zu können. Alle Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, alles muss genauestens bedacht werden. Wenn die Expedition erst einmal in der Einsamkeit Grönlands unterwegs ist, kann nichts mehr zusätzlich besorgt werden. Wir sind jetzt dabei, unser Hundelager weiter einzurichten, um dort jetzt nach und nach die Hunde zusammenzuführen. Dann werden wir irgendwann den ersten kleinen Ausflug, denke ich mal, machen, um mal zu sehen, wie es funktioniert. Der Tag vergeht wie im Flug. Sagenhafte Abendstimmung in Karnak. Ruhe und eingefrorene Landschaften. Bald kann es losgehen mit der Expedition Avanaswak.